vorgestellt. AirPod CEO. Ja, wir sind in der fünften Folge, glaube ich, drin, oder fünften Vorschau. Und wir müssen jetzt, da es ein Update gab, hier einen Parking-Slot hinmachen. Das Update hat gesagt, beziehungsweise ein Fenster vorweg hat gesagt, dass wir das neu bauen müssen, weil es geupdatet worden ist. Ja, wo ist es? Parkplatz für Sicherheitsfahrzeuge, Fahrzeugdepot. Nee, das ist das alles nicht, oder? Vorfeldstraße? Nein. Wo ist denn das Ding jetzt hier? Das? Nee. Haltebucht für Servicefahrzeuge? Ist das das? Nein, das ist das nicht. Das sieht anders aus. Bushaltestelle. Haltebucht. Haltebucht für Taxen. Ankunftsort für Bauarbeit, Zebrastreifen, Fußweg, One-Way-Road, Straßentunnel, Vorfeldstraße. Bin ich denn jetzt hier ganz falsch oder so? Wahrscheinlich, ne, oder? Parkposition, Treibstofflager, Treibstofftank. Habe ich es jetzt voll übersehen oder was? Ne, es muss eigentlich hier sein, oder? Sieht das jetzt anders aus oder so? Fahrzeugdepot. Fahrzeugdepot? Nein, das ist definitiv nicht das Fahrzeugdepot, oder? Oder doch? Und wir brauchen das so? Nein. Parkplatz für Servicefahrzeug, das ist er doch. Rotate. Wieso geht denn der da nicht hin und da nur hin? Ah, das ist natürlich jetzt wieder doof, ne? Ah, dann machen wir den. Ne, ich möchte den gerne da hin haben, aber ich möchte den auch da so dran haben. Das ist wahrscheinlich die Laterne jetzt im Weg. Wetten. Flutlicht muss weg. Wetten. Die Frage, wo das Flutlicht ist. Ah, gucken wir mal hier, ne? Nee. Ach man, das ist ja jetzt, da ist es. Ich muss das ja machen, ne? Sieht auch ein bisschen anders aus, kann er sein? Ah, das ist das Richtige. Und den können wir jetzt hier aussuchen und dann können wir den da entfernen, oder? Abrisswerkzeug, Flutlichtwerkzeug, Flutlicht. Ich glaube, das wird jetzt abgerissen. Ja, wollen wir hoffen, dass die das machen. So, wir machen noch eine, ich denke, wir machen sinnigerweise noch eine Halteposition, oder? Wir wollen ja Geld machen. Wir haben 36.000. Das sind jetzt von 27 letztes Mal jetzt zu 36. Also wir müssen unbedingt aufpassen, dass unser Rollfeld in Schuss ist. Oder hatten wir da jetzt schon jemanden eingestellt, der darauf aufpasst? Kann auch sein. Es regnet. Ne, ich glaube, das ist erstmal alles soweit gut. Ich würde jetzt, wie gesagt, nochmal eine Parkposition dazu kaufen wollen. Ja, das wäre jetzt was Größeres. Ne, das ist nur mit asphaltiert, ne? Größer wäre dann das hier, ne? Und da ist gleich so ein Terminal dran, ne? Würde uns natürlich viel bringen, dass wir jetzt dann auch dingens sag schon mehr größere Flugzeuge wahrscheinlich abfertigen könnten. Dafür haben wir aber nicht genug Geld. Was kostet der Spaß? Okay, 75.000. Wir haben 36.000. Ich glaube, wir machen erst nochmal eine kleine Position hier. Kann man da einbauen? Nee, kann man wieder nicht. Das liegt daran, dass die Straße da schon ist. Das ist auch nicht so praktisch, ne? Würde das noch gehen? Nee, ich würde das hier gerne hinbauen. Das bedeutet, wir reißen da erstmal noch die Vorfeldstraße ab. 2, 4, 5 Felder.
Straße wird wahrscheinlich dann hier sein, oder? Ne, das ist nicht die richtige. Das wird wahrscheinlich die richtige sein jetzt. Na, nochmal. Ne, öffentliche Straße, one way. Ne. Dann muss es doch hier sein. Vorfeldstraße brauche ich. Das ist aber alles hier nicht. Hatten wir doch, oder? Wo ist das alles? One-Way Road, das ist eine Einbahnstraße. Straßentunnel. Vorfeldstraße, alles klar. Aber die kann ich nicht abreißen, oder was? Das ist ja jetzt voll doof, ne? Jetzt kann ich sie abreißen. 5. Und wenn ich die abgerissen habe, kann ich dann das bauen. Jetzt haben wir schon 42.000. Die Parkposition suchen wir jetzt aus, warten bis die Arbeiter da sind und dann bauen wir da die die Parkposition hin mit der Straße. Strukturposition ungültig, ja noch. 4 Felder, 3, 1 noch und jetzt geht's. So, jetzt können wir das da machen und dann würde ich dann natürlich hier das Gebäude auch noch erweitern wollen. Böden. Da gibt es eine Mauer. Das soll revolutioniert worden sein, die Böden. Beton. Kann ich jetzt das Fundament bauen, oder? 14 mal 12. Ich würde es jetzt einfach mal schon mal ein bisschen größer ziehen. Ach, wir haben kein Geld dafür. Ach, Böden müssen immer halt des Terminals sein. Na dann. Terminal-Fundament. Das ist dann das Richtige, oder? Sieht gut aus. Ja, habe ich gedacht, ne? Terminal-Fundament. Ja. Jetzt haben wir's. Können dann hier gleich die Wände wegreißen. Ach so, das geht nicht, weil das ist ein Fenster. Da müssen wir das Fenster wegreißen. Das ist kein kleines Fenster, das war ein mittleres Fenster wahrscheinlich. Kannst du wegmachen. Da ist eine Wand, die muss dann dahin. Okay, das geht nicht. Eine Person kann irgendeine Sicherheitszone nicht verlassen. Auch sehr schön. Wie sieht's mit der Bahn aus? Aber ich glaube, das wird schon automatisch gemacht, ne? Ja, gucken wir gleich rein. Oder komm. Personal. Der Sport. Nee. Hier können wir erstmal was weglöschen. Goldene Regel, wir zahlen schnell. Ich nehme keine Kredite auf. Statistiken, Wirtschaft und Personal war hier richtig. Da ist es. Ne, wir haben keinen eingestellt. Ich dachte, wir hätten schon jemanden eingestellt. Dann müssten wir den COO anheuern. Gebühren festlegen. Die automatische Planer schaltet. Philipp. Also wenn, dann würde ich das hier sagen, ist das der CEO, COO, so heißt er. Gibt es einen COO-Bewerber? Da ist er. Und kostet uns wie viel? $63 die Stunde.
Da gibt es einen für 104. Ich würde den jetzt einfach einstellen wollen, dann. Aber wir müssen erst sparen. Nützt nix. So, da müssen wir sagen, wo er lang fahren soll. Ah, ne, das war schon hier richtig. Da. So, dann ist das schon mal geklärt. Die sind am Bauen, das ist auch super. Da können wir gleich dann die Wand dazu bauen. Und dann brauchen wir noch eine Tür. Ja, bau die mal da rein. Dann brauchen wir eine Sicherheitszone, die dann auch hier gleich ist. Ich glaube, wir sollten hier die Toiletten revolutionieren. Revolutionieren, das ist gut, ne? Vergrößern auf jeden Fall. Ich denke mal, wir können das so machen, dass wir das so machen. Dann kann man 4 Stück da machen und da Waschbecken und so machen. Ja, glaube ich schon. Das ist schon ganz gut so. Dann brauchen wir da noch eine Tür. Und da rein müssen dann auch noch ein paar Dinge. Ah, das geht noch nicht. Muss innerhalb von Toiletten platziert werden. Okay, das heißt, wir haben da eine falsche Zone. Gut, dann sollte es jetzt gehen. Das haben wir. Dann gibt es auf der anderen Seite ein Waschbecken. Das ist die Damentoilette. Vielleicht machen wir das anders gerade. Den unteren machen wir wieder weg. Ich wollte den... Ach so, Steuerungstaste war das. Wollte den abreißen. Machen wir so und dann brauchen wir noch diesen Handtrockner. So und da auch noch ein. Dann sind die erstmal fertig, oder? Waschbecken haben wir alles. Herrentoilette brauchen wir später und wenn die Damentoilette fertig ist, dann können wir die dazu machen. Wenn wir das dann so haben, ne? So, da läuft's. So, das Terminal ist... Oh, da steht schon ein Flugzeug. Krass. Ich habe da noch gar nichts da gesagt. Soll der da schon hin? So. 50% reparieren wir. Hier sieht noch alles top aus. Die sind kräftig am Bauen hier schon. Und dieses Terminal ist doch noch mit nichts verbunden, oder? Ich habe da auch noch nichts gesagt hier, oder? Switch between General und... Okay. Jetzt brauchen wir noch einen Boarding-Schalter. Ja. Der Boarding-Schalter ist aber noch nicht da. Den müssen wir erst noch haben. Den würde ich jetzt auch hier dann machen. Dreh den mal. Ja. Diese Bank, die muss da sowieso weg. Die drehen wir mal um. Ich drücke immer einmal zu viel, wa? So, da ist die Bank. Das passt soweit. Da geht noch nichts. Das machen wir alle später. Wir haben noch 12.000 auf dem Konto.
müssen den Boarding-Schalter hier mal priorisieren eigentlich, ne? Warum er da schon parkt, weiß ich nicht. Vielleicht hätten wir das nicht dran bauen sollen. Ja. Läuft jetzt erstmal so, ne? Hier sind kaum Leute drin. Und der muss in die Sicherheitszone. Vielleicht sollten wir das hier mal wegnehmen, ne? Tja. Kann nicht in die Sicherheitszone. Weiß ich auch noch nicht. Machen wir hier das weg. Machen wir auf. Die Tür muss da auch weg. Ist das die? Ne, ist die doppelte. Vielleicht geht das ja so. Geht auch so. Brauche ich nicht umdrehen. Okay. Diese Tafeln sollten auch vielleicht anders sein. Ja, ich weiß, dass das noch da irgendwie gemacht werden muss. Aber das liegt daran, dass ihr hier noch nichts gebaut habt. Diese weg. Dann muss der da gleich aufstehen. Dafür haben wir das gebaut. Kommt irgendwie nichts nach, ne? Haben wir nur zwei Arbeiter oder was? Okay, ein paar sind es mehr, aber die laufen ganz schön lange, ne? Wann macht der da was? Das hatten wir schon gemacht mit der Landebahn. Warum fährt der immer hier lang, um dann dahin zu können? Oh, der Parkplatz ist ja noch gar nicht gebaut. Vielleicht haben wir da das Problem mit, ne? So, der fährt immer hin und her, weil er keinen Parkplatz hat, wa? Das ist ja der Hammer. Ach so, da wollte ich jetzt noch geradezu sagen, dass der Michael ja geschrieben hatte mit dem Sprit. Also ich kann hier Small Basic Depot. Ich kann hier jetzt nirgendwo sehen, dass wir diesen anderen Sprit hier lagern können. Es ist auch so, dass ich, wenn ich... Warte mal hier, zu den Treibstoffanfordern. Nein, das hatten wir schon gemacht, Verteiler überprüfen. Das war alles geklärt schon. Ich hatte auch schon in diese Dingens geschaut, ja. Wirtschaft, Verträge, Gebühren, Kredite, Beschaffung, abgeschlossene Verträge. Da sehen wir ja, dass wir beides bekommen können. Und in den Verträgen, die es hier gibt, ist das ja auch drin, das ist klar, aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass ich keine Fahrzeuge hier nachbestellen kann. Ne? Dieses Fahrzeug kann nur dieses, wie ist das, Abgas 100 LL kriegen. Ja, wenn ich jetzt ein weiteres Fahrzeug kaufen möchte, was ich jetzt gerade wieder mal nicht weiß, wo das war, ne, dann habe ich das Problem, dass es... Ist das überarbeitet worden? Kann das sein? Ich glaube, das ist überarbeitet worden. Vorher waren das so Kacheln, sind jetzt keine mehr, ne? Flugzeug auftanken. Ach, das sind jetzt Mitarbeiter hier, oder was? Fahrzeugaufgaben. Okay. Auf jeden Fall kann ich keine neuen Fahrzeuge bekommen, die das können, was ich vorhabe. Ja? Der hier. Fährt immer noch durch die Gegend, weil ich jetzt irgendwie nicht schaffe, das fertig zu bauen. Das dritte Flugzeug steht da leider schon. Welches ich da gar nicht haben wollte. Was ein bisschen schlecht gelaufen ist. Keine Flüge geplant. Da sollten wir auch mal gerade schnell reingucken, ob da noch Slots frei sind. Und da sind Slots frei. Ist aber keiner für da. Fahrzeuge.
Ich bin wieder bei den Fahrzeugen, weiß aber nicht, wo jetzt hier steht, dass die neuen da sind. Hier, das ist schon mal das. Schaffung. Hier sind die Autos. So, da waren wir. So, wie ich hier gucke, da Afgas 100 LL. Es gibt keinen, also letztes Mal auf jeden Fall nicht. Weiß ja nicht, ob es das nach dem Update gab. Hier, es gibt keinen mit dem anderen Sprit. Ne, er kann nur dieses Afgas 100 LL. Und davon gibt es zwei Fahrzeuge. Einmal den günstigen und einmal den teuren, der zuverlässiger halt ist. Ne, da ist der Tankservice auch Afgas 100 LL. Nicht das andere. Deswegen komme ich da nicht weiter. Das ist mein Problem jetzt. Hier wird jetzt endlich was gebaut. Die Toiletten sind schneller fertig wie leider die Abfertigung. Ich hätte vielleicht die Abfertigung als Prio setzen müssen. Der Parkplatz, der hat bald selber keinen Sprit mehr. Und fährt da jetzt hin und her. Sobald das hier fertig wäre, und das sieht gerade so aus, als ob es fertig wird, kann ich das mit dem da oben verbinden und dann haben wir schon den nächsten Platz fertig, ne? So. Jetzt kann ich das dazu verbinden und dann ist der Platz auch gesichert. So, gesperrte Standplatz kann... Ja, dieser ist mit keinem Flugfeld-Shuttlebus verbunden. Muss es auch nicht. Die sind wunderbar am Fliegen. Ist das hier ein Privatjet, der da jetzt steht, oder was? Ich weiß nicht. Jetzt gehen wir gerade in das Ding rein, ob der dritte... Ja, der dritte ist da. Da kann ich aber nichts mehr buchen. Da geht auch leider nichts. Montag, Dienstag, Mittwoch... So, den kann ich jetzt dahin machen. Ich glaube, ich muss noch einen weiteren Dingens nehmen hier. Ist der schon für nächste Woche? Nö, der geht nicht mehr. Aber der geht da. Dann mache ich den doch hier mal ans Ende. Damit wir mal das hinkriegen. Beschränkte Zeit. Damit die nicht alle zeitgleich sind, ne? Ach so, ich muss das bestätigen, das vergesse ich immer. So, jetzt ist das bestätigt. So, die dritte Bahn muss noch voll werden. Dafür bräuchten wir vielleicht noch den ein oder andere Fluggesellschaft dann, ne? Verträge. 12.000 haben wir. Ne, das sind die geschlossenen. Die will ich nicht. Ich will neue haben. Forest Air. Okay, die haben da... 2, 4 verschiedene Maschinen. Ne, das war Verkehr. Das sind keine Flugzeuge. Die sind alle hier unten. 4 Maschinen. Ich würde ja gerne erstmal melden. Ja, das sind 5 schon mal. Die Gänse Airline. Da sind noch mehr. Skylink. Skylink ist jetzt gerade führend, glaube ich. Das sind 2, 4, 6, 7, 8 verschiedene Typen. 6. Das sind auch 8. Ich glaube, dann unterzeichnen wir das noch. So, und dann gehen wir schnell da unten rein und gucken, ob wir da jetzt was noch machen können. Ne, Flugplan war hier unten links. Da steht auch so ein schönes Ausrufezeichen. Ne, da machen wir jetzt den Sonntag erstmal und packen die da schnell rein. Skylink startet jetzt da. Ah, den habe ich nicht bestätigt, deswegen ist er gleich wieder weggesprungen. Boah, und jetzt geht er da nicht hin, du glaubst es doch nicht, oder? Das ist ja echt voll doof, ne?
Okay. Skylink-Flüge. Aha, das heißt, ich kann da jetzt, ich muss immer zurückspringen, damit ich die anderen auch anbieten kann. Okay. Okay. Das bedeutet zurück. Skylink. Da ist einer. Bestätigen. Okay, da ist nichts. Schade, dass man nicht alle machen kann. Vielleicht geht das aber auch und ich weiß noch nicht wie. Gut, okay, es ist Nacht. Unser Flugzeugschalter ist erstmal okay. Den müssen wir mal hier irgendwie, glaube ich, wegjagen. Kann das sein? Flug aktiv. Vielleicht fliegt er ja am nächsten Tag hoffentlich weg. So, das ist erstmal gut. Der parkt jetzt auch da. Das ist hier so eine Maschine, ne? Genau. Das ist so ein Privatjet, der sich da einfach einen Platz gesucht hat, ne? Das fand ich jetzt nicht so gut, dass der da ist. Okay, das haben wir, das haben wir. Wir haben 12.000. Wir sind soweit gut unterwegs. Die eine Toilette ist fertig. Und jetzt machen wir mal hier die andere noch fertig. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal gerade die Toilette und reißen die ab. Dann nehmen wir das Waschbecken und reißen das ab und den Handtrockner reißen wir auch ab. Wir machen dann auch die Tür weg. Wo war das mit der Tür? Hier, ne? Genau. Die kommt da auch weg. Die ist schon raus. Dann muss die Wand da noch weg. Und eine neu hin. Die Tür kann bleiben erstmal. Dann gehen wir wieder hier hin und basteln die dahin. Das geht nicht, weil wir da keine Toilette gebaut haben. Und das geht auch nicht, weil kein Sicherheitsbereich ist oder was. Warte, das heißt, wir müssen erst das Ganze auflösen. Ja, und dann dahinsetzen. Jetzt ist es wieder was. Ich glaube, wir machen da mal den Sicherheitsbereich auch noch hier hin, damit das richtig läuft. Dann haben wir hier noch eine Toilette mehr. Und drehen das mal um. 3. Das Waschbecken soll dann da noch weg. Das muss da weg. Und das drehen wir mal. Kommt dann. So dahin. Den Handföhn, den setzen wir dahin, indem wir den auch drehen. Und dann passt das schon gleich. Okay, der steht immer noch im Weg. Toiletten können wir schon bauen, ne? Muss der noch weg? Ne, der kann bleiben. Das muss noch weg. Nochmal dahin. Dahin. Das soll weg. Da soll noch ein Pissoir hin. Okay, dann können wir erst da oben noch ein Waschbecken. Ne, Handtrockner, Waschbecken, doch, da kann noch ein Waschbecken hin. So. Und dann nochmal. Das Pissoir da, ne?
wenn es denn dann fertig ist. So, wird das was? Hier unten stehen Leute rum, die müssen auch einen Sitzplatz haben, kann das sein? Ah, jetzt macht keiner hier das Waschbecken weg, da muss extra einer kommen. Komm schon. So, das ist jetzt erledigt. Waschbecken 2, Handtrockner 2, Pinkelbecken. Für den Damen sieht es ein bisschen schicker aus, aber Männer brauchen das nicht so schick, ne? So, Flugzeug ist geklärt. Geld kommt keins gerade rein. So, jetzt müsste man hier noch checken. Das ist die Info hier, ne, oder? Ja, eben konnten wir das ja doch. Ja, passt schon, ne? Was macht er jetzt hier? Leute bringen? Achso, ist ein Privatwagen, ne? Was hat er für ein Problem? Hunger hat er auch. Wir haben nichts mit Essen, aber das können wir noch nicht bauen, oder wie war das, ne? Nein, können wir noch nicht. Wir müssen erst dieses viele Geld zusammenbekommen. Achso, wir können mal jetzt gerade schnell vorspulen hier weiter. Das bringt ja nichts. Wir sind erst bei 2 Uhr. Gut, gebaut haben wir auf jeden Fall schon. Wir haben 3 Parkpositionen jetzt. Könnten noch ein Blümken hinstellen. So. Da machen wir noch ein Blümchen und da. Freuen sich die Leute ein bisschen mehr, ne? Da ist schon okay. Ja, eine Hecke brauchen wir jetzt gerade nicht. Der Flieger, der kann dann mal irgendwann abhauen. Ist schon einer losgeflogen oder kommt einer? Ne, kommt einer, okay. Dann sollten wir hier nochmal reingucken schnell. Der geht leider nicht mehr. Der ist ja unglücklicherweise da auch nicht reingegangen. Den bestätigen wir gerade und der passte dann da auch nicht hin, ne? Voll doof. Den bestätigen wir da. Der ist schon fest. Da ist dann nichts mehr. Die kommen da noch rein, bieten aber zurzeit keine Flüge an. Okay, was ist jetzt? Wir haben Sonntag und der ist fast ausgebucht. Den kriege ich da nicht leider zwischen. Da bekomme ich den auch nicht zwischen. Aber da geht er hin. Bestätigen. Warte, wir müssen das auswählen. Und dann klicken wir hier durch. Dann ist das okay. Dann gehen wir zurück, gehen auf den zweiten. Stopp, da ist noch ein Flug. Geht nicht. Geht da. Sonst geht da nichts. Ja. Passt soweit erstmal. So, jetzt ist ein Dritter da gelandet, ne? 9 und 7, das ist doch schon mal gut. Jetzt muss doch. Oh, wir haben 30.000 Miese mit mal. Wo? Warum? Warum haben wir 30.000 Miese? Welche Strafen mussten wir bezahlen? Wir machen jetzt hier gerade Plus. So.
Die setzen sich überall hin. Ja, das ist schon mal gut. Checken ein und fliegen weg. Status geschlossen. Das hat ja gut geklappt, ne? Ach so. Da auf dem Button. Das ist die Männertoilette. Und ist offen, ne? Ja. Jetzt haben wir die Toiletten wenigstens wieder offen. War das denn eine Frau hier? Mal gucken. Das ist Frau. Das ist Mann. Gut. Dann ist das schon mal geklärt. Hier sind auch Flüge dran. Kommen auch Leute. Wir sind jetzt bei 12 Miese. Ist jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei. Wir haben hier neue Flüge. Der geht da natürlich nicht hin. Und da auch nicht. Aber da auch nicht. Mittwoch. Bestätigen. Bestätigen. Da ist keiner. Die sind da auch. Er geht da nicht zwischen. Nicht zwischen. Hier geht's. Bestätigen. Der geht da nicht zwischen. Bestätigen. 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 Und da auch bestätigen. Sonst ist keiner. Da gibt es auch wieder einen. Der geht dahin. Fertig. Haben wir erstmal wieder. Okay. Da sind drei schicke Maschinen. Toilette ist hier in Benutzung. Ich hoffe, die fertigen auch alle richtig ab hier. Wir haben gerade 2000 nur noch minus. Sind in der nächsten Nacht am Laufen. Und ich dachte, wenn wir jetzt eine Parkposition mehr machen, dass wir dann natürlich auch das hinkriegen, dass wir, ne, ein bisschen mehr Einnahmen haben. Aber so wie das gerade aussieht, ist dem gerade nicht so. Ich dachte, drei Parkpositionen bringen mehr Geld wie zwei, ne? Aber okay, die fliegen schon mal los. 21 Uhr Sonntag. Ah, hier. Repariere das mal schnell. Ja, das ist alles gut. Das ist auch noch gut. So, die sind alle unterwegs. Wir sind gerade ins Plus gekommen. Jetzt haben wir hier noch eine schicke E-Mail. Bezahle schnell. Haben wir erledigt. Ja. Hier, das ist unser Problem. Treibstoff-Upgrade. Wo kriege ich das Treibstoff-Upgrade drauf, ne? Bauarbeiter sind vor Ort. Hier ist das auch nicht. Statistiken, Wirtschaft. Wo machen wir Upgrades? Das ist die Frage. Servicefahrzeug, Enteisungsfahrzeug, Servicefahrzeug, Bordverpflegung. Alles da, nur nicht das, was ich mir vorstelle. Kredite brauchen wir nicht. Gebühren. Können wir nicht.
Vielleicht müssen wir dafür einen einstellen, der irgendwas noch macht. Hatten wir jetzt den COO eingestellt? Nee, ne? Da sind... Wo sind das? Sind die Bewerber? Ja. Er ist immer noch... Komm, wir stellen den mal an. Jetzt haben wir den COO hier drin. Und wo konnte man den denn noch sehen? Personal, da an dem Tisch. Ja, der macht das jetzt. So, jetzt brauche ich mich nicht mehr darum kümmern, dass die Landebahn immer heile ist. Das macht der jetzt. So, jetzt stellt sich die nächste Frage. Wo kriegen wir das Ding mit dem Sprit her, ne? Ich weiß es auch nicht. Ja, aber meine Güte, ist die Folge schon wieder lang. Ich denke mal, wir machen mal hier wieder eine Unterbrechung. Hoffen, dass das Geld demnächst dann wieder reinkommt, wenn die jetzt hier alle da sind. Und dann ins Plus kommen weiter, damit wir was machen. Wer kann nirgendwo hin? Schon gelöst, okay. Ja. Die gehen doch alle hier durch, ne? Will ich hoffen. Der hat hier außen, müssen wir unbedingt nächstes Mal noch eine Toilette bauen, glaube ich. Damit die auf Toilette gehen können. Die können nur hier drinnen auf Toilette und das ist nicht das Ziel. Ja, kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich denke mal, das lassen wir erstmal so. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Schaltet euch die Glocke an, damit ihr eine Info kriegt, wenn ich das nächste Video hochlade. Und in den Kommentaren gerne wieder reinschreiben. Vielleicht habe ich doch noch was übersehen. Vielleicht weiß noch einer, wie das mit dem Tank geht. Dann hat der Michael hatte noch gesagt, einen zweiten Tanklager. Das kann man sicherlich hier auch bauen, ne? War das hier? Wo konnte man das Tanklager auswählen? Gute Frage, nächste Frage, ne? Treibstofftank. Abgas gibt's da und Treibstofftank. Abgas gibt's da und da gibt's das auch nur. Also es gibt definitiv kein Tanklager für die zweite Runde. Das ist jetzt unser Problem. Gut, alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.